Test. Guten Tag. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Ich spreche frei, dann dauert es 1,5 Stunden. Oder ich schreibe es auf, dann dauert es 1/2. Ich habe mich für das Aufschreiben entschieden, weil man muss in heutigen Zeiten ja genau aufpassen, was man sagt. Erstmal vielen Dank fürs Kommen. Wenn man sagt, wir sind so wenige, vor vielen, vielen Jahren waren es auch ganz wenige, die damals dazu beigetragen haben, dass die DDR zum Einbruch kam. Es werden dann schon noch mehr. Ich würde euch bitten, euch selbst einen Applaus zu geben. Okay, ich werde auch was zu Corona sagen, aber nicht nur, sondern einen Rundumschlag. Muss sein. Ich war die Tage im Berliner Zoo auf der Suche nach einem Tier, das ich dort aber nicht fand, obwohl es mir im täglichen Leben seit Jahren begegnet. Die Rede ist von diesem gigantischen rosa Elefanten, der seit dem Jugoslawienkrieg 1999 überall in der Republik im Wege herumsteht, den wir alle tagtäglich erkennen können, über den dieses Land aber nicht sprechen darf oder sprechen will. Und dieser rosa Elefant steht für die Erkenntnis, dass das, was sie Demokratie nennen, also die Herrschaft durch das Volk, vollkommen ins Leere läuft. Und zwar zu allen Themen, zu denen wir die Bürger später zur Kasse gebeten werden, sprich für die wir einen Preis zu bezahlen haben. Ob Bankenpolitik, Flüchtlingspolitik, NATO-Politik oder jüngst Gesundheitspolitik. Wir werden nie wirklich gefragt und wenn, ist der Regierung unsere Antwort ziemlich egal. Und sie handelt stets so, dass sie immer das Gegenteil von dem beschließt, mit dem die Mehrheit abgestimmt hätte. Hätte man die Mehrheit direkt befragt. Direkte Befragung findet in der BRD nur in Polizeigewahrsam statt. Und auch nur für Otto-Normalbürger, die sich durch Präsenz auf der Straße ungebeten demokratisch betätigt haben. Das Hochhalten des Grundgesetzes reichte dazu in der Corona-Hochzeit. Das Hochhalten des Grundgesetzes galt als offiziell unerlaubte politische Äußerung. Ich habe diesen Spruch von der Polizei hier auf dem Rosa-Luxemburg-Platz mehrfach gehört. Nehmen Sie das Grundgesetz runter, das ist eine unerlaubte politische Äußerung. Wer es dabei hat, hält es bitte hoch. Spreche ich zu schnell? Gut. Was ich nicht gehört habe, war Widerspruch. Zum Beispiel vom Theater Volksbühne hier im Hintergrund. Im Gegenteil, diese Institution war während der gesamten Corona-Zeit auf der Seite der Regierung und verhüllte seine Fassade wie Christus seinerzeit den Reichstag. Nur dass es bei Christo Kunst war. Bei der Volksbühne handelte es sich um Opportunismus. Dieses Haus hat seine Glaubwürdigkeit verspielt. Der Vorhang ist gefallen und was wir alle sehen konnten, war das Stück Die Angepassten. Natürlich ist diese Kurzbeschreibung des Status quo in diesem Land eine für mich typische Verschwörungstheorie. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Muss ja auch nicht, sie steht ja schon. Und zwar in den Köpfen der meisten. Es ist die Mauer der Propaganda, an der tagtäglich gearbeitet wird. Ich war die letzten Tage in Weißrussland. Ich komme gerade aus einer Maschine. Man muss ja, wenn man nach Weißrussland fliegt, muss man ja über Istanbul fliegen. Ich wäre eher in Teheran gewesen, aber ich war dort und zwar als freier Reporter. Da mache ich mir nämlich generell mein eigenes Bild von der Lage. Das unterscheidet mich von den Hofberichterstattern der Atlantikbrücke und von den Kollegen vom Tagesspiegel, der Taz, der Faz, dem Spiegel und natürlich ARD und ZDF. Übrigens, am 11.03. titelte die Taz auf Reaktion auf die Nord Stream-Sprengung und die Enthüllung des Seymour Hersh: Danke, danke, danke für die Sprengung. Diese Kollegen sind sowas von angepasst, sie halten Seymour Hersh für den Halbbruder von Julian Assange und fragen sich, warum er immer noch auf freiem Fuß ist. Warum war ich in Weißrussland? Es ging mir um die Frage, was weiß Russland, was wir nicht wissen? Und die Antwort habe ich Ihnen mitgebracht. Weißrussland hat nie vergessen, was Krieg bedeutet. Es gibt dort eine lebendige und vor allem aufrichtige Erinnerungskultur. So war ich in Chatyn, dem weißrussischen Chatyn, nicht zu wechseln mit dem polnischen. Der Ort Chatyn steht für das Auslöschen von mehr als 200 Dörfern durch die Wehrmacht. Mehr als 200 Dörfer wurden buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht. Die Menschen wurden in Scheunen gejagt und die wurden angezündet.
Wer versuchte zu entkommen, traf auf ein Maschinengewehr oder einen Flammenwerfer. Insgesamt wurde ein Drittel der 10 Millionen Weißrussen damals ermordet. Frauen, Kinder, Säuglinge, Schwangere, Alte, sie wurden systematisch vernichtet. Dieses Verbrechen an den Weißrussen jährte sich in diesem Jahr zum 80. Mal. An der Gedenkstätte waren Diplomaten und Medienvertreter aus aller Welt. Zehntausende von Weißrussen waren dort. Nicht zu finden war auch nur ein einziges deutsches Medium oder ein Vertreter der Republik von unter Olaf Scholz. Niemand war da. Scholz kann sich entweder nicht erinnern, zum Beispiel an KMX oder die Außenpolitik der SPD unter Willy Brandt oder Egon Bahr, oder er macht in Washington gute Miene zum bösen Spiel, wenn ihm sein Boss Joe Biden erklärt, dass die BRD bei Nord Stream bald in die Röhre schauen würde. Zurück nach Weißrussland. Auch Weißrussland wird vom Westen sanktioniert. Warum? Weil Weißrussland immer noch Kontakt zu seinem Nachbarn Russland hält, weil es mit Russland spricht und weil der weißrussische Präsident kein lupenreiner Demokrat ist. Während der gesamten Corona-Zeit war das Tragen von Masken in Weißrussland immer freiwillig. Daran kann man erkennen, wes Geistes Kind dieser weißrussische Präsident ist. So wird das nie was mit dem Friedensnobelpreis. Ja? Da müsste er schon 7 Länder in 8 Jahren angreifen, dann könnte es klappen. In Weißrussland traf ich auf eine mich beschämende, wirklich beschämende Gastfreundschaft. Zusammen mit 50 anderen deutschen Friedensaktivisten wurden wir herzlich begrüßt und konnten dort unsere Blumen niederlegen. Was ich nicht konnte, war offen darüber zu sprechen, wie der Westen aktuell mit der eigenen Geschichte umgeht. In Deutschland werden die Denkmäler, die an die Befreiung der Nazis durch die Rote Armee erinnern, abgebaut. Oder wird alles, was auch nur entfernt an Russland erinnert oder russischem Namen trägt, demontiert. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die russischen Panzer vor dem Brandenburger Tor entfernt werden, um sie durch eine McDonald's-Filiale zu ersetzen. An dieser Stelle, zur Befreiung von Auschwitz, wurden die Befreier, nämlich die Rote Armee, beim letzten Mal nicht mehr eingeladen. Ich halte das für einen unfassbaren, geschmacklosen Skandal. Es ist auch die Vorstufe, die Rolle Russlands im Zweiten Weltkrieg zu fälschen. Wer die Geschichte des Zweiten Weltkriegs vergessen lassen möchte, plant sie zu wiederholen. Dieser rosane Elefant ist nicht zu übersehen. Er ist 100 Milliarden Euro groß und nennt sich Sondervermögen. Er kommt als Wiedereinführung der Wehrpflicht, genannt Dienstpflicht, durch die Tür. Das Sondervermögen wurde wie seinerzeit die Kriegskredite, die den Ersten Weltkrieg erst ermöglicht haben, wieder einmal durch die SPD bewilligt. Wer hat uns erneut verraten? Asoziale Demokraten! Wir sind Lichtjahre von einer halbwegs eigenständigen Außenpolitik entfernt. Es gab sie unter Willy Brandt und Egon Bahr. Heute leben wir in der vollkommenen Abhängigkeit von den USA. Spätestens seit dem Nord Stream-Anschlag der NATO auf das NATO-Mitglied BRD wissen wir, was Washington für Deutschland vorgesehen hat. Wir sollen wie damals der neuen Führung bis in den Untergang folgen. Aber da bin ich nicht mit dabei. Anders als unter Helmut Kohl besteht die politische Elite der Bundesrepublik nur noch aus Erfüllungsgehilfen, die zu schlicht ist, um zu erkennen, dass der nächste große Krieg, der aktuell von westlichen Eliten vorbereitet wird, sich gegen Russland, aber vor allem gegen China richtet und auf der Eurasischen Platte ausgetragen werden soll. Deutschland, dieses Land, mein Land, Ihr Land, unser Land, das Land unserer Kinder und Enkelkinder, ist dabei die Kampfzone. Ja? Wir werden ohne Skrupel von den USA geopfert werden. Deutschland kann weg. Es war als politischer Rivale stets eine Nervensäge und ist politisch so unterbelichtet, dass er beim eigenen Untergang auch noch aktiv mithilft. Mit Baerbock und Habeck und Co. haben wir bildungsferne Schichten in deutschen Führungspositionen. Es handelt sich um ein Selbstmordkommando, das den Sprenggürtel für einen Modeaccessoire hält und bereit ist, den Knopf zu drücken, nur weil der diesmal grün lackiert ist. Wer in Deutschland rechts abbiegen möchte, muss den grünen Pfeil nehmen. Wenn japanische Kamikaze-Flieger sich im Zweiten Weltkrieg aufgeopfert haben, geschah dies freiwillig und aus Loyalität zum eigenen Land.
Unsere Politiker geben Deutschland zum Abschluss frei, weil man ihnen wahrscheinlich in Washington erklärt hat, dass ein nicht mehr existierender Industriestandort Deutschland gut sei für das Klima. Nur so sei der Kurswechsel um 360 Grad möglich, wird sich Annalena denken. Die BRD unter Rot-Grün schafft sich ab und Corona war dabei nur ein Testlauf. Es ging nie um Gesundheit. Es ging um das Einüben des Ausnahmezustandes für den kommenden Kriegsfall. Wie weit würden die Bürger sich an die neuen Regeln halten? Homeoffice, gegenseitiges Denunzieren bei Regelverstößen. Wer würde mitmachen und wer nicht? Das galt es herauszufinden und die Daten sind abgespeichert. Unterm Strich lief die Täuschung perfekt und wurde nahezu jeder Widerstand im Keim erstickt oder niedergeprügelt. Die Rolle der Presse, der Polizei oder der Justiz ist dabei mit wenigen Ausnahmen beschämend. Die Presse hat sich zum Propagandawerkzeug der Konzerne machen lassen. Die Konzerne sind die eigentliche Regierung. Wer was zu sagen hat, trifft sich in Davos. Da, wo es einen Effekt hat, wenn etwas global beschlossen wird. Wir leben in einer marktkonformen Demokratie, wie Merkel das schon bestätigt hat. Gemeint war Konzernfaschismus, aber das traute sich Mutti nicht zu sagen. Das ist Konzernfaschismus. Die Polizei hat der Politik dabei geholfen, das Grundgesetz niederzuknüppeln. Als die Bürger mit dem Schlagstock begegneten, die für ihre bis dato unversetzlichen Grundrechte auf die Straße gingen. Aber meine Damen und Herren, auch in den Uniformen. Was bedeutet es eigentlich, Uniform zu tragen? Und ich selbst habe das schon gemacht. Bei der Bundeswehr. Wurde nach 12 Monaten entlassen. 15 Monate hätte ich bekommen sollen. Man sagte, mit ihnen kann man keinen Krieg gewinnen. Ich sagte, aber auch keinen Anfang. Diese Uniform repräsentiert nicht die Regierung. Sie repräsentiert den Staat und seine Verfassung. Der Staat sind wir, die wir hier stehen. Jeder von uns, die Bürger. Der Staat ist nicht eine übersichtliche, korrupte Politkaste, die sich eher mit Lobbyisten trifft als mit seinen Wählern. Wenn Sie, liebe Polizisten, abends Ihre Uniform ausziehen, erwachen Sie in dem Land, das Sie zuvor geholfen haben, gegen die Bürger niederzuprügeln. Und in diesem Land leben Ihre Frau und Ihre Kinder. Erkennen Sie, wie Sie benutzt werden. Orientieren Sie sich in Zukunft an Kollegen, die es ja auch unter Ihnen gibt und schließen Sie sich diesen Kollegen an. Ich spreche von den Polizisten für Aufklärung und ich bedanke mich für Ihr mutiges Auftreten. Bravo. Werte PolizistInnen, ich hatte außerhalb der Corona-Demos immer wieder mit Ihnen zu tun und Sie machten stets einen guten Job. Bei Corona wurden Sie leider vorgeführt. Wachen Sie auf und stehen Sie auf der richtigen Seite der Geschichte. Das hat übrigens Vorteile. Sie können später Ihren Kindern und Enkelkindern erklären, ich habe nicht mitgemacht. Ich habe mich nicht missbrauchen lassen. Ich habe mich an meinen Eid erinnert, den ich auf mein Land und die Bundesrepublik Deutschland geschworen habe. Sie haben nicht der aktuellen Regierung Ihre Treue geschworen, sondern der Bundesrepublik, ein Land, das vorgibt, demokratisch zu sein. Und wo stand während der Corona-Zeit die Justiz? Sie stand und steht dort, wo sie auch bei Julian Assange oder Michael Baldig stand und steht. Die Justiz hat das Unrecht unter Corona erst ermöglicht, indem sie der Politik jeden Wunsch erfüllte. Ähnlich wie US-Juristen seinerzeit erklärten, Waterboarding sei gar keine Folter, sondern nur eine verschärfte Verhörmethode. Auch die deutsche Justiz ist kein Garant für das Grundgesetz. Sie ist im Gegenteil ein zuverlässiger Partner bei dessen Demontage. Und wo standen die Künstler? An der Volksbühne haben wir es damals gesehen. Die Volksbühne titelte damals, wir sind nicht eure Kulisse. Stimmt, ihr seid die Bühne für staatliche Willkür. Ohne staatliche Subventionen gehen bei euch nämlich die Liste aus. Des Brot ich esse, des Lied ich sing. Brecht würde brechen. Und Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg würde darauf bestehen, eure Adresse in Platz der Bücklinge umzubenennen. Was ist aus der ZDF-Anstalt geworden? Was aus den sogenannten Gangster-Rappern in Berlin? Ihr seid Stay-at-Home-Homies.
Das hat mit NWA so viel zu tun wie Smudo mit Snoop Dogg. Wir, die Bürger, die sich gegen die Willkür der Regierung gewehrt haben, sind mehr Gangster im Geiste als ihr alle zusammen. Mein Respekt geht raus an Nena. Mein Respekt geht raus an Uwe Steible. Mein Respekt geht raus an Nikolai Binner. Mein Respekt geht raus an Belasch und MC Boogie. Und mein Respekt geht raus an Obi Stadthauer, der seit Jahren Freundschaftsfahrten nach Russland organisiert. Bravo! Kommen wir zum Terroranschlag auf die Pipeline Nord Stream. Hier handelt es sich um einen Anschlag auf die deutsche Industrie. Deutschland muss jetzt sein Gas um den x-fachen Preis in den USA und Norwegen einkaufen, während Russland sein Gas zu Höchstpreisen weltweit anbietet und los wird. Wer wissen will, was Phase ist, kann sich auf die deutsche Presse null verlassen. Die deutsche Presse verbreitet, wohl mehr es geht, Washington-US-Propaganda. Ohne das Urgestein Samuel Hirsch wüssten die Deutschen nur das, was an Märchen von der Tagesschau im Umlauf gebracht wird. Einen herzlichen Applaus für Uwe Gellermann und seine Macht um 8, den gibt's ja auch noch. Eine Frage an den Mittelstand. Wo bleibt eigentlich Ihre Empörung? Man hat Sie gerade an die Konkurrenz verraten. Wo bleibt Ihre Verbundenheit zu Ihrem Land, dem Standort Deutschland? Hätten Sie noch die Güte, sich zu erheben? Zum Beispiel für Ihre Belegschaft. Sie sind doch Familienunternehmen. Dann handeln Sie wie eine Familie. Stehen Sie füreinander ein und stehen Sie füreinander auf. Papi und Mami machen den Anfang in einem Familienunternehmen. Zeigen Sie sich loyal gegenüber Ihrer Belegschaft und Ihrem Land. Die Großkonzerne kennen keine Loyalität. Für Sie steht das D nicht für Deutschland, sondern für Dollar. Sie investieren immer dort, wo Sie die größten Profite machen können. Die Großkonzerne folgen aktuell dem Ruf der USA, denn Amerika lockt mit billigen Energiepreisen und Tonnen Gewinnen. Und noch eine Frage an den Mittelstand. Warum sehen Sie zu, wie Deutschland über das illegale Liefern von Kampfpanzern in ein Kriegsgebiet zur Kriegspartei wird? Sollte der von unseren Medien vollkommen verzerrte Ukraine-Krieg sich ausweiten, ist auch Ihr Standort, Ihr Unternehmen betroffen. Der Ukraine-Krieg begann nicht mit dem illegalen Grenzübertritt der Russen unlängst in der Ukraine. Er begann mit dem illegalen Putsch der USA in Kiew 2014. Und dem jahrelangen Beschuss zum Beispiel der Region Donbass, um dort vor allem Ukrainer mit russischen Wurzeln zu vertreiben und zu töten. Wer diesen Teil der Geschichte einfach weglässt, lügt wie einst ein deutscher Kanzler, als er sagte, ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Der Krieg gegen Russland über den Hebel Ukraine war von Washington lange geplant und offen angekündigt. Sie können lesen, dann lesen Sie Brzezinski, Amerika, die einzige Weltmacht. Der Präsidentenberater schrieb das Drehbuch zum Ukraine-Krieg. Jeder, der das erkennt und nicht aufsteht, nimmt billigend in Kauf, dass Deutschland erneut in eine militärische Auseinandersetzung mit Russland gerät. Können Sie sich noch an den Anfang beim letzten Mal oder den Ausgang beim letzten Mal erinnern? Kennen Sie die Bilder von Berlin in der Stunde Null? Sind Sie eigentlich irre, wenn Sie denken, das würde dieses Mal zu unseren Gunsten ausgehen? Angela Merkel hat neulich offen zugegeben, das Minsker Abkommen hätte nur der Täuschung gedient. Ziel war es von Anfang an, die Ukraine aufzurüsten, fit zu machen für einen Stellvertreterkrieg gegen Russland. Mit dieser Politik hat die Ex-Bundeskanzlerin die deutsche Diplomatie verraten. Ist das unser Zeichen, unsere Dankbarkeit für die Wiedervereinigung? Und ich kann Ihnen eins sagen, die Russen werden uns das nicht vergessen. Für alle Scharfmacher in der Regierung und bei der Presse, wissen Sie, was Krieg ist? Wohl kaum. Wenn es nach mir ginge, würden Sie in diesem Land für lächerliche 7 Tage mal den Strom abstellen. Glauben Sie mir, was dann binnen dieser Tage an Schaden entsteht, würde ausreichen, um Ihnen eine Lektion zu erteilen.
Deutschland würde innerhalb 7 Tage im Chaos versinken und sie würden nie wieder auf die Idee kommen, in irgendwelchen Talkshows auf die Idee zu kommen, von einem robusten Mandat zu faseln oder ernsthaft zu fordern, man solle eine nukleare Antwort auf Putins Politik nicht von vornherein ausschließen, denn das wäre ein Zeichen von Schwäche. Wer so etwas öffentlich von sich gibt, ist irre und riskiert einen nuklearen Holocaust. Er hat in Führungspositionen überhaupt nichts verloren und wird entfernt. An dieser Stelle ein Wort zur Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie hat es nach der Bankenkrise ebenfalls geschafft, Deutschland auszunehmen wie eine Weihnachtsgans. Sie hat für völlig unerforschte Plörre Milliarden kassiert und kommt mit keinem Cent für die Folgen bei den Opfern auf. Und das ist ein Skandal. Laut Lauterbach existieren offiziell 20.000 Impfopfer mit zum Teil irreparablen Schäden. Zum Vergleich, bei Contagan war bei 3.000 Schluss und das Medikament wurde vom Markt genommen. Pfizer-BioNTech-Plörre bekommen sie immer noch. Es wird immer noch verimpft, sogar an Kinder und Schwangere. Hier handelt es sich um ein Verbrechen, denn mit der Gesundheit der Bürger wird bewusst gespielt. Die Bürger wurden von der eigenen Regierung zu Versuchskaninchen erklärt. Und der Scharlatan Lauterbach wird uns am Ende mit dem Satz kommen, den schon Mielke kurz vor Schluss von sich gab. Ich liebe doch alle Menschen. Es wird Zeit für ein zweites Nürnberg, Herr Lauterbach. Und Herr Spahn, Sie habe ich auch nicht vergessen. Die Verantwortlichen gehören vor ein ordentliches Gericht und die Pharmaindustrie an den Kosten für die Opfer beteiligt. Ihre Hinterzimmerverträge sind sittenwidrig und wurden in Wahrheit nicht mit unabhängigen Volksvertretern abgeschlossen, sondern mit Lobbyisten, die man zuvor zu Spitzenpolitikern gemacht hatte. Außerdem fordere ich, dass 50% der GEZ-Gebühren in einen Corona-Opferfonds fließen sollten. Die GEZ-Medien haben mit ihrer Impfpropaganda so viel Schuld auf sich geladen, dass sie dafür jetzt bezahlen müssen. Es ist sowieso unser Geld. Wir bestimmen, wo es hingeht. Ein Wort an das, was sich Regierung nennt. Hier ist eigentlich ein Lacher vorgesehen. Die Aufgabe jeder Regierung besteht vor allem darin, das eigene Volk vor Schaden zu bewahren. Das bedeutet vor allem, für den sozialen Frieden im Inland und den Frieden mit seinen Nachbarn zu sorgen. Und was tut unsere aktuelle Bundesregierung? Sie arbeitet aktiv an der Zerstörung des Sozialstaates. Sie öffnet Grenzen, ohne auch nur im Ansatz über die Folgen nicht geleisteter Integration nachzudenken. Wie wollen Sie die Millionen Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlinge so in Deutschland einbinden, dass sich nicht x Parallelgesellschaften bilden? Darauf haben Sie gar keine Antwort. Die Wahrheit ist, Sie benutzen Flüchtlinge. Zum Beispiel, indem Sie seit Jahren die Frage vermeiden, vor wem oder was diese Menschen eigentlich auf der Flucht sind. Die Antwort würde nämlich in den meisten Fällen lauten, vor einem aktuellen NATO-Krieg. Oder vor hochsubventionierten Exporten der EU. Die NATO ist ein Angriffsbündnis, dessen Ziel es für die EU ist und die USA Märkte zu erobern. Würde die NATO mit ihrer Außenpolitik aufhören, wäre übermorgen das Kapitel des Finanzkapitalismus zu Ende. Er würde noch schneller zusammenfallen als WTT7. Vor wenigen Tagen stand die Großbank Credit Suisse kurz vor dem Untergang und konnte nur durch die UBS und später BlackRock gerettet werden. Vor dem Crash vorübergehend, kann ich Ihnen sagen. Sehen wir der Wahrheit ins Auge. Dieses System von Fake Money ist nicht mehr zu retten. Game over! Ein Wort zur Wirtschaft jenseits des Dollarraums. Diese Welt gibt es ja auch noch.
als ich dieser Tage Putin mit dem chinesischen Staatschef traf, um stabile, langjährige Wirtschaftsbeziehungen zu vereinbaren, musste jeder klar erkennen, was das für Deutschland bedeutet. Wir sind mittelfristig raus. Ich war in Minsk, ich kann nicht sagen, ich habe sehr viele chinesische Automarken gesehen, die ich gar nicht kannte. Russland hat sich vom Exportland Deutschland abgewendet und kauft jetzt in China ein. Und glauben Sie mir, die chinesische Wirtschaft ist der Deutschen ein wenig überlegen. Was bleibt uns als Deutschland, um nicht unterzugehen? Wir müssen die USS Titanic verlassen, solange die Rettungsboote noch zu Wasser gelassen werden können. Sprich, solange die USA diese Rettungsboote nicht gesprengt haben. Wir brauchen endlich eine europäische Perspektive und eine unabhängige deutsche Außenpolitik. Diese Politik kann sich nur am Frieden mit unseren Nachbarn orientieren. Wandel durch Handel sollte die deutsche Losung sein. Innerhalb eines US-höheren gelenkten Demokratie ist diese Politik nicht möglich, denn sie wird sabotiert. Wir brauchen direkte Demokratie. Wollt ihr direkte Demokratie? Eine Minderheit sprach sich für Anarchie aus. Die Schlagzeile. Alle 4 Jahre sein Kreuz zu machen, ist eine Simulation von Demokratie. Parteiprogramme müssen von ihrer Kernaussage verpflichtend sein. Wer wie die Grünen mit dem Verbot von Rüstungsgütern in Krisengebiete wirbt, um nach der Wahl das Gegenteil zu tun, ist ein Betrüger. Die Wahl sollte wiederholt werden oder der Export verboten. In der Folgelosigkeit für offensichtliche politische Täuschung liegt das Dilemma für den Verlust in das Vertrauen demokratischer Institutionen. Bei uns findet der Wahlbetrug nach der Wahl statt. Wir brauchen Wahlbeobachter zwischen den Wahlen, nicht nur davor. Und zum Schluss der Kern unseres Problems, von dem wir immer nur die Symptome behandeln. Unser Problem ist unser Geldsystem. Private Banken schöpfen Geld aus dem Nichts und haben dabei den Bezug zur Realwirtschaft vollkommen verloren. Das alles mit Zins und Zinseszins. Und diese Konstruktion führt zwangsläufig immer in den Krieg. Ja? Es herrscht Wachstumszwang, das führt zu Krieg. Dass wir ausgerechnet in einer Wirtschaftsnation wie der BRD darüber nicht sprechen dürfen, hat viele Gründe. Der wesentliche ist der politische Klimawandel und der ist zu 100% von Menschen gemacht. Von sehr wenigen Menschen. In einer für den meisten unsichtbaren Machtpyramide. Aktuell, so Oxfam, verfügen 8 Menschen über dasselbe Vermögen wie die untere Hälfte der Menschheit. Das sind 3,5 Milliarden. 8 haben so viel Macht wie 3,5 Milliarden Ohnmacht. In einer derart ungerechten Welt kann es keinen Frieden geben. Und wer eine derart ungerechte Welt nicht anprangert, ist an echtem Frieden überhaupt nicht interessiert. Sondern im Gegenteil. Er benötigt die ungerechte Verteilung, um seinen Krieg gegen die Menschheitsfamilie führen zu können. Schönen Gruß von Daniele Ganser. Eine Frage an die Kirchen, die ja während der Corona-Zeit geglänzt hatten. Wie hätte Jesus auf die genannten Zahlen reagiert? Hätte Jesus die Bergpredigt unter 2G-Regeln gehalten, wenn die Römer das gewollt hätten? Oder hätte er die Stimme erhoben? Fragen Sie sich doch mal, wann Sie zum letzten Mal die eigene Stimme erhoben haben, um gegen allgemeines Unrecht zu protestieren. Sind Sie die Veränderung, die Sie sehen wollen? Mein Rat an alle, folgen Sie Ihrem Herz. Ihr Herz ist deutlich schwerer mit Propaganda zu manipulieren als Ihr sogenannter Verstand. Glauben Sie nicht alles, was Sie denken, denn diese Gedanken stammen nicht von Ihnen, das ist Propaganda. Vertrauen Sie verstärkt, was Sie privat fühlen. Werden Sie ein Experte für Inneres und werden Sie aktiv. Werden Sie Teil der Friedensbewegung. Teil der Friedhofsbewegung sind Sie schon.
Überwinden Sie die Angst, mutig zu sein. Machen Sie sich selber stolz, indem Sie Empfehlungen der Regierung zurückweisen, die nur dazu dienen, Ihre eigene Ohnmacht zu stabilisieren. Sie sind nicht ohnmächtig. Sie haben im Gegenteil die Macht. Die Macht, an der richtigen Stelle Nein zu sagen. Nein zu einer Politik, die nicht ehrlich ist. Eine Politik, die spaltet. Eine Politik, die Ihnen erklärt, es wäre solidarisch, die eigenen Verwandten im Altenheim verrecken zu lassen, anstatt sie zu besuchen, um ihnen menschliche Würde spüren zu lassen. Eine Politik, die Ihnen erklärt, mit dem Export von schweren Waffen würde man Kriege beenden. Eine Politik, die jeden gemachten Vorschlag für alternativlos erklärt. Sie alle wissen, dass das alles gelogen ist. Du sollst nicht lügen, aber du sollst auch nicht schweigen, wenn Dritte es in deinem Namen tun. Was antwortete Ho Chi Minh während des Vietnamkrieges, als er von US-Reportern gefragt wurde, was er von westlicher Zivilisation halte? Er antwortete, doch ja, eine westliche Zivilisation, das wäre eine wirklich gute Idee. Wie lange wollen wir damit noch warten? Ich bedanke mich. Ein Riesenapp.